Dr. Arnold Vogt? Und Sie irren sich nicht? Nein. Aber das ist doch gar nicht möglich. Außerdem werden Sie erwartet, Monsieur. Mr. Wassem, endlich haben wir Sie. Wir haben Sie den ganzen Tag in Istanbul gesucht. Ich höre gerade, da ist ein Anruf für mich gewesen, von einem Dr. Vogt. Gut, gut. Sagen Sie das dem Herrn später. Jetzt kommen Sie bitte mit. Kobayashi. Ist das der Tote, den Sie in Ihrem Wagen vor dem Postamt gefunden haben? Ja, das ist er. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann polnischer Staatsangehöriger ist und Korska heißt. Was, das ist nicht Dr. Vogt? Nein. Ja, aber der Pass, der hatte doch einen Pass auf diesen Namen in der Tasche. Haben Sie den Toten mit dem Bild im Pass verglichen? Nein, dazu war gar keine Gelegenheit. Wozu auch? Wer ist dann der Mann? Der Mann ist ein Lastwagenfahrer aus Tunis. Und wie haben Sie das festgestellt? Dr. Vogt hat angerufen und das uns mitgeteilt. Dr. Vogt? Ja. Er hat uns gesagt, man hätte ihm seinen Pass und seine Brieftasche gestohlen. Und sehr wichtige Papiere. Und wo haben Sie diesen Mann da gefunden? Am Ufer. Er lag im Ufergebüsch. Nicht weit weg von der Stelle, wo Ihre Frau ertrunken ist. Er hatte nichts bei sich, als wir ihn fanden. Zigarette? Weder Pass noch Schlüssel. Danke. Von wo hat Dr. Vogt denn angerufen? Aus Tunis. Aus Tunis? Ja. Sagen Sie, hat er vielleicht einen Mann namens Muller erwähnt? Nein, wer ist dieser Muller? Sein Mann, mit dem er zusammengearbeitet hat. Oder vielleicht den Namen Carlson. Nein, hat er nicht. Was sind das für Männer? Das sind die Leute, die alles auf dem Gewissen haben, was hier passiert ist. Und das sind die Mörder meiner Frau. Aber ich weiß, wo wir sie finden können. Minotti nerede? Kızıyla beraber bir saat evvel seyahati çıktılar. Er ist vor einer Stunde mit seiner Tochter abgereist. Wissen die wohin? Nereye gitmiş? Bilmem, galiba havaalanına gittiler Komiser Bey. Zum Flughafen. Vielleicht kann man erfahren, wohin sie geflogen sind. Teşekkür ederim. Minotti ist nach Tunis geflogen. Nach Tunis? Ja. Sicher trifft er dort Muller und Carlson, um das Geschäft seines Lebens zu machen. Sie müssen noch das Protokoll unterschreiben. Nehmen Sie her. Sie dürfen ab sofort wieder hinfahren, wo Sie wollen. Ich gebe Ihnen Ihren Pass zurück. Danke. Auf Veranlassung der Eltern wurde der Leichnam Ihrer Frau nach Deutschland überführt. Das ist nicht wahr. Das heißt auf Veranlassung der Eltern. Ich bin doch der Ehemann. Sie hätten mich doch fragen müssen. Na schön. Dann kann ich jetzt wohl gehen. Wassem, sagen Sie, da war doch ein Gespräch für mich. Von einem Dr. Vogt aus Tunis. So, der Herr hat verzichtet. Besorgen Sie für mich für die nächste Maschine ein Ticket nach Tunis. Ja. Danke. Gehen Sie bitte schon hinaus, ja? Ist gut. So, das ist Ihr Wagen, Monsieur. Danke. Ich habe noch eine Frage. Monsieur? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Tunis und brauche unbedingt jemanden, der mir hilft. Und wie, Monsieur? Ich muss unbedingt herausbekommen, wo hier in Tunis einige Leute wohnen, die aus Istanbul gekommen sind. Leider weiß ich von denen nicht viel mehr als ihre Namen und was sie vom Beruf sind. Oh, das wird ein bisschen schwierig werden, Monsieur, wenn Sie nichts wissen außer Beruf und Namen. Aber ich werde versuchen. Vielen Dank. Thank you.
Monsieur? Ich habe es überall versucht, Monsieur. Aber ein Herr Minotti aus Istanbul ist nirgendwo abgestiegen. Auch einen Herr Muller und einen Herrn Carson habe ich nirgendwo finden können. Hm. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt. Muller könnte eine Wohnung hier in Tunis haben. Dr. Vogt auch. Sagen Sie, gibt es hier in Tunis so was Ähnliches wie ein Einwohnermeldeamt? Einwohnermeldeamt? Genau. Oh, Bülana Chete. Ich werde versuchen. Kommen Sie in einer Stunde wieder. Gut. Sie haben recht gehabt, Monsieur. Herr Muller hat eine Wohnung in Tunis. Wo? Wann kommt er zurück? Ah, vous êtes allemand? Ja, richtig. Er muss bald kommen. Aha. Au revoir, monsieur. Au revoir. And where he moves,
Hey, Mulla! Machen Sie auf! Mulla! Was hast du gemacht? Ich verlange, dass du herkommst. Sofort herkommst. Hallo? Dr. Vogt? Wer ist denn da? Hier ist der Mann, den Sie in Istanbul schon sprechen wollten. Wo sind Sie, Dr. Vogt? Guten Abend. Sie sind in Tunis? Wo ist der? Mulla? Er ist nicht da. Noch nicht. Hatte wahrscheinlich einen etwas längeren Weg. Illegal über die Grenze. Sie müssten doch wissen, wie Mulla und Carson aus der Türkei entkommen sind. Sind Sie allein? Ich verstehe. Hallo, Minotti. Hallo. Es war nicht sehr schwer, herauszukriegen, wo Sie hingeflogen sind. Auch nicht besonders schwer, Mullers Haus zu finden. Alle Achtung. Mulla ist nicht zu Hause? Nein, aber wir können ja zusammen auf ihn warten in seinem Haus. Bitte. Ich glaube, ich möchte nicht aussteigen. Es wird Ihnen kaum etwas anderes übrig bleiben. Machen Sie sich nicht lächerlich. Es ist Ihre Privatsache, was Sie mit Mulla auszumachen haben. Das interessiert mich nicht. Er hat möglicherweise jemanden erschossen. Kann sein, kann nicht sein. Warum sagen Sie möglicherweise jemanden? Warum sagen Sie nicht, er hat möglicherweise Dr. Vogt erschossen? Bitte? Sie wissen doch längst, dass der Tote in meinem Wagen nicht Dr. Vogt war, sondern Korska. Korska? Wie kommen Sie auf Korska? Wo ist Andrea? Andrea! Thank you.
Brief. Warum steigst du nicht aus? Entschuldigen Sie, ich hätte eine Frage. Mhm. Kennen Sie einen Mann namens Korska? Er soll Ihr Fahrer sein. Und was hat er gemacht? Schulden? Nein, nein. Immer denke ich, er macht Schulden. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich habe ihn eine Woche lang nicht gesehen. Aha. Ich weiß nicht, wo er steckt. Da kommt sein Schwager. Blasowski. Viens ici, il y a quelqu'un qui demande Korska. Qu'est-ce qu'il y a? Sind Sie der Schwager von Korska? Ja, was gibt's? Sie fragen nach Korska, warum? Ich komme aus Istanbul. Aus Istanbul? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wissen Sie, dass Ihr Schwager tot ist? Ja, ich habe es gestern gehört. Nichts Genaues. Er sei erschossen worden. In Ihrem Auto? Ja. Haben Sie Zeit? Ich möchte gerne mit Ihnen zu meiner Schwester fahren. Bitte. Kommen Sie, steigen Sie da ein. Fahr du! Fahr du! Ist gar nicht weit. Blasowski auch? Mm-mm. Nein, nur der andere. Das heißt vielleicht doch. Nein, das geht nicht. Was hast du? Cognac. Zwei Cognac. Wie viel? Das heißt, wie viel? Zeig deine Brieftasche. Alles, was da drin ist. Bist du verrückt? Wann? Heute Abend. Ja, so schnell wie möglich. Und wie? Ist mir doch egal. Wieso glaubst du überhaupt, dass ich sowas mache? Wie kommst du darauf? Ein alter Legionär wie du? Ja, was? De Cognac. Maya! Wer wohnt denn hier? Er hat Korska gewohnt. Was denn? Der Mann, der 3000 Dollar in der Tasche hatte? Das ist alles unmöglich. Maya, dieser Mann kommt aus Istanbul. Istanbul? Guten Tag. Er hat Josef in seinem Wagen gefunden, vor einem Postamt. Erschossen. Er sagt, er weiß auch, wer es gewesen ist. Wer? Mullah. Ist alles so verrückt? So unerklärlich? Er sagt, Mullah hat Josef auf offener Straße erschossen. Warum? Kannst du dir vorstellen, warum? Mullah?
Aber er hat doch... Ich meine... Frau Koska, von wem haben Sie erfahren, dass Ihr Mann in Istanbul ermordet wurde? Von der Polizei. Er hatte den Pass von Dr. Vogt in der Tasche. Sie haben sie die Taschen durchsucht. Er fand doch die Leiche in seinem Wagen, sagte ich dir doch. Ja, ja. Der Pass. Aber er hat doch... Gestohlen? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Dr. Vogt hat gesagt, Josef hat ihn bestohlen. Ich glaub's nicht. Du bist nach Istanbul. Allein? Nicht allein. Mit Mullah. Danke. Ja. Er wohnte mit Mullah zusammen im Hotel in Istanbul. Im Zimmer gegenüber. Mullah. Mullah war es. Mullah hat Josef umgebracht. Warum sind Sie hier? Seine Frau wurde ermordet. Ins Wasser gestoßen. Sie ist ertrunken. Auch das war Mullah. Was wollen Sie jetzt tun? Das fragst du? Ja. Ich frage ihn, was er tun will. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du machen? Maya, Mullah hat deinen Mann umgebracht. Ja. Frau Koska, haben Sie schon mal den Namen Carlsen gehört? Nein. Sie auch nicht? Nein, wer ist das? Oder Minotti? Nein. Von was für Leuten reden Sie? Wo ist Dr. Vogt jetzt? In El Borma. Da ist eine Bohrstelle. Camp Henry. In der Wüste, ganz im Süden. Stanley, was hast du vor? Halt dich da raus, hörst du? Bitte, hör auf mich. Stani! Abu! Abu! Hey! Hey! Ah, Abu! Ja! Sagen Sie, als Sie ihn gefunden haben, wo hatte er die Wunde? Es war ein Herzschuss. Wahrscheinlich aus einem Gewehr. Hatte Mullah ein Gewehr? Das weiß ich nicht. Wo hat man ihn gefunden? Irgendwo am Ufer. Nicht weit von der Stelle, wo... Ich hab gesehen. Er war da. Ja. Mullah und Vogt, wissen Sie. Das sind feine Leute. Geologen, Techniker. Die verdienen eine Menge Geld. Aber Koska, da war wie ich. Nur ein armseliger, dreckiger Lastwagenfahrer. Wenn er Frucht beklaut hat, dann nur, weil der Mullah ihm das eingeblasen hat und was versprochen hat. Nach einem Polen Versprechung. Er glaubt sie. Uns muss man nur das Paradies versprechen. Wir glauben dran. Das ist unsere verdammte Fantasie, die wir haben. Hast du Mullah gesehen? Er war eben noch hier, an dem Tisch da drüben. Weißt du, wo er ist? Keine Ahnung. Ich seh mal nach. Vielleicht ist sein Wagen da. Ja, gut. Deutscher? Ja. Darf ich einen ausgeben?
Warum nicht? Zwei Cognac. Ali! As-tu vu mon l'air? Je n'ai pas compris, je peux pas savoir tout. Ah. Ich bin hier hängen geblieben. Ich könnte mich nie mehr an normale Zustände gewöhnen. Danke. Normale Zustände bieten einem nichts als gähnende Langeweile. Sie kennen Muller? Ja. Der Mann ist interessant. Hochinteressant. Der kam hierher. Karlsruhe, Technische Hochschule. Deutscher Bürgerfleiß, wissen Sie? Davon ist nicht viel geblieben, was? Nein, ich sagte doch, ein interessanter Mann. Man muss mit ihm rechnen. Wissen Sie, das ist ein Land hier, das jedem erlaubt, in Freiheit zu leben. In ganz persönlicher Freiheit. Das gilt auch für Muller. Ja. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich suche ihn noch. Sie können hier schlafen, wenn Sie wollen. Ich habe mit dem Fahrzeugmeister gesprochen. Danke. Ich würde gerne noch einmal in die Stadt fahren. Vielleicht weiß Miriam, wo Muller ist. Miriam? Ja, sein Mädchen. Sie ist seine Sängerin. Warten Sie auf mich? Natürlich. Et voilà, c'est la troisième porte. Ah, ich hole nur mein Gepäck. Alors, Sie können liegen, wo Sie wollen. Es ist niemand da und es kommt auch niemand mehr. Danke. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Ich denke, Sie sind schon weggefahren. Ich bin zurückgekommen. Ich dachte, ich muss Ihnen noch was erzählen. Wenn Sie nicht zu müde sind. Nein, nein. Es ist eine sehr persönliche Sache. Ich war Legionär. Es ist lange her, die Zeiten sind vorbei. Krieg und Tod und... Was wollen Sie mir sagen? Ich musste einen Posten erledigen. Nachts. Da durfte nicht schreien. Wie macht man das? Ich wusste es nicht. Ich fragte einen Kameraden. Du, habe ich gesagt, wie macht man das? Einer sagte Messer. Nein, sagte mein Kamerad, das ist zu unsicher. Und er holte etwas aus der Tasche und zeigte mir das. Er hatte recht. Sehen Sie, es ist eine sehr handliche Sache. Man wird ungeheuer geschickt damit. Und haben Sie Ihren Posten damit umgebracht? Ja, wir haben die Stellung genommen. Es war ein sehr schöner, ein sehr gelungener Nachtangriff. War das Mord? Ich würde sagen, ja. Die Frage beschäftigt mich immer wieder. Gute Nacht.
eine? Ja. Er lebt nicht mehr. Der Mann hat einen schlechten Ruf gehabt. Schläger, Mörder. Hat er Sie damit überfallen? Ja. Das war Müller. Sie haben zusammen am Tisch gesessen. Und Müller hat ihm den Auftrag gegeben. Hat ihn dafür bezahlt. Müller. Wir müssen die Polizei holen. Ich weiß, wo Müller ist. Auf dem Weg zu Dr. Vogt. Er ist in die Wüste gefahren. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn einholen. Ja, aber wir können doch nicht. Wollen Sie Zeit verlieren? Ich denke, Sie suchen den Mörder Ihrer Frau. Wollen Sie den laufen lassen? Nur damit Sie ihn hier als Leiche bei der Polizei abgeben können? Hat jemand den Mann gesehen? Nein, niemand. Dann habe ich einen anderen Vorschlag. Komm. Nehmen Sie es nicht so schwer. Der Mann hat nichts getaugt. Und Müller taucht auch nichts. Das sind Leute, die sich alles leichter machen wollen. Korska wollte sich auch alles leichter machen. Und das ging nicht. Bonjour, Stanny. Ça va? Ja, Tarek. As-tu vu Müller? Oui, j'ai vu une voiture, un Jeep. Merci, Ayat. Je crois que c'était Müller. Er hat einen Jeep gesehen. Müller fährt einen Jeep. Vielleicht ist er das. Er sagt, Müller ist gerade da gewesen. Los, verschwindet! Hala! 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 Halt euch doch! Haut ab! Vorsicht, bleiben Sie hier. Aber der Reifen ist kaputt. Das war ein Schuss. Der will, dass wir aussteigen. Der muss da drüben irgendwo sitzen. Kommen Sie hier raus. Wie
können nichts machen. Der knallt uns hier ab, wir will. Wissen wir ja früher. Wissen wir mit dem Scherm in der Nacht. Skakalina, Radi. Hey, Anashi, Hier kann er natürlich irgendwo stecken. Raus? Ja. Ich habe Ihre Frau nicht umgebracht. Und Koska? Nein. Das Gewehr, Lasowski. Ich bin kein Mörder. Das wird sich ja feststellen lassen, ob Sie Koska erschossen haben oder nicht. Aber warum haben Sie einen Menschen umgebracht, der Ihnen nie in Ihrem Leben was getan hat? Wollen wir den Kerl damit nicht auch umlegen? Er hat uns aufgelauert, auf uns geschossen. Was wir beweisen können. Wir haben uns nur gewehrt, werden wir sagen, wenn man seine Leiche hier findet. Das können Sie nicht machen. Die Morde sind in Istanbul passiert.
Wollen Sie nach Istanbul bringen? Vor ein Gericht, in dem da hin und her geredet wird? Ein Rechtsanwalt und noch einer? Und es wird nichts raus? Ich sage Ihnen, es wird nichts raus. Weiße Hemden trägt er am Schloss und lacht über uns. Mir macht's nichts. Ich erschieß ihn. Nein! Nicht, Wasowski. Warum nicht? Ich will ihn der Polizei übergeben. Ja. Ja. Gehen wir zur Polizei, bitte. Gehen wir, ich habe nichts dagegen. Es wird sich sehr schnell herausstellen, dass Sie mich ganz zu Unrecht beschuldigen. Sie werden sehen. Er redet sich nur raus. Was heißt das? Er redet sich heraus. Die Polizei wird Ihre Feststellung treffen, das ist alles. Also, bitte. Hier. Er weiß. Ich war mit Koska sehr gut befreundet. Das heißt so gut wie befreundet. Es geht schon los. Das ist gelungen. Ja, bitte, was ist denn? Gehen wir zur Polizei. Wohin Sie wollen. Das nächste Telefon ist in Cap Henry. Ist das da, wo Dr. Vogt ist? Ja. Ja. Rein. Dr. Vogt! Müller ist da! Müller? Er ist aber nicht ganz allein. Sieht so aus, als sei er verhaftet worden. Von einem Mann aus Istanbul, ein gewisser Wassem. Und von Lasowski. Verhaftet? Ja. Sie lassen ihn nicht aus den Augen. Ich glaube, Sie würden ihn erschießen, wenn er versuchen sollte, wegzulaufen. Tag, Arnold. Was machst du denn hier? Ich muss fragen, ob ich antworten darf. Was heißt das? Sind Sie Dr. Vogt? Ja. Mein Name ist Wassim. Sie haben versucht, mich in Istanbul zu erreichen. Ach ja, ich weiß. Aber kommen Sie doch raus aus der Hitze. Komm rein. Ich muss fragen, ob ich aussteigen darf. Was soll das heißen? Tja, die haben mich hier... Wie nennen Sie das eigentlich, was Sie mit mir machen? Der Mann ist ein Mörder. Ich hoffe, ich kann von hier aus die Polizei verständigen. Er hat Koska erschossen. Und wahrscheinlich meine Frau umgebracht. Was sagst du dazu, Arnold? Lassen Sie ihn aussteigen und kommen Sie. Hallo, Hank. Tag, Müller. Na, was hältst du von der Sache? Scheint's in Schwierigkeiten zu sein, was? Glaubst du? Kommen Sie. Er hat Koska erschossen, hat das zugegeben? Der gibt doch nicht zu. Aber sein Gewehr habe ich, man wird schon feststellen. Ah ja. Ich möchte Sie mal allein sprechen. Gib mir doch bitte was zu trinken hier. Danke. Wie steht denn die Sache nun eigentlich? Wie meinen Sie das? Ich habe von der Polizei in Istanbul erfahren, dass Koska in ihrem Wagen tot aufgefunden wurde. Mit meinem Pass. Ihre Frau ist auch ermordet. Müller taucht jetzt auf einmal hier auf. Sie sind auch hier. Was für eine Situation ist das? Erklären Sie mir das. Die Situation ist denkbar einfach. Ich habe meinen Urlaub mit meiner Frau in Istanbul verbracht. Jetzt ist sie tot. Ich glaube, ich habe heute ihren Mörder gefunden. Müller? Ja. Hat er gesagt, er war es? Er wird es wohl kaum zugeben. Ich wollte Koska in Istanbul anrufen, weil er mich bestohlen hat und nach Istanbul geflohen ist. Woher wussten Sie das?
Ja, ich konnte es mir denken. Es hängt mit den Papieren zusammen, die er gestohlen hat. Hat Müller davon etwas gesagt? Nein. Ich weiß nur ungefähr, worum es geht. Müller hat auf jeden Fall Korska auf offener Straße erschossen. Und wer Korska ermordet hat, der hat auch meine Frau auf dem Gewissen. Entschuldigen Sie, wollen Sie etwas trinken? Ja, bitte. Ich bin gleich zurück. Sie müssen mir alles ganz genau erzählen. Freunde habe ich jedenfalls noch. Was, Henk? Lass mich in Ruhe. Deine Freunde werden dir nicht viel nützen. Alles unglaublich. Aber ja, ich glaube, Sie haben recht. Die Sache berührt mich noch in anderer Hinsicht. Ja. Korska hat bestimmte Unterlagen gestohlen. Geologische Daten, Ergebnisse von Versuchsbohrungen, die Müller dann bearbeitet hat. Oder genauer gesagt, gefälscht, um sie wertvoll zu machen. Sie dann an einen Mann verkaufen zu können, dessen Leidenschaft, mit der er in ganz große Geschäfte einsteigen möchte, bekannt ist. Minotti? Ja, Minotti. Dem ist es völlig egal, ob die Unterlagen gestohlen sind oder nicht. Ich bin in einer scheußlichen Situation. Ich verstehe nicht ganz. Nein? Ich bin Angestellter einer amerikanischen Firma, Johnston Limited. Die Ergebnisse meiner Arbeit gehören nicht mir. Die gehören der Firma, die mich bezahlt. Zwar schäbig bezahlt, aber immerhin bezahlt. Nun vermuten Sie das ja. Naja, natürlich. Dass er sagen könnte, ich, Dr. Vogt, hätte meine Auftraggeber hintergangen. Er steht doch draußen mit der unausgesprochenen Drohung. Entweder du hilfst mir oder ich sage, du, Dr. Vogt, bist ein Betrüger. Denn aus deinem Büro stammen sie ja, die Unterlagen, die Dokumente, die Millionen wert sind. Warum fühlen Sie sich nur so sicher? Wo ist Henk? Henk, ja? Rufe sofort die Polizei in Tunis an. Sage Ihnen, dass Herr Wassem hier und Lasowski einen Mann abliefern werden, der dringend verdächtigt wird, für Mordtaten in Istanbul als Täter in Frage zu kommen. Arnold. Was? Hast du gehört, Henk? Ja, ich hab's gehört. Du musst dich verantworten. Wenn du nichts getan hast, hast du auch nichts zu fürchten. Ja, ja, Arnold, ich hab schon verstanden. Ist gut. Mehr kann ich nicht für dich tun. Ja, Arnold, ich hab verstanden. Okay. Also los, fahren wir. Worauf warten wir noch? Der hat etwas vor. Der glaubt nicht, dass wir ihn nach Tunis bringen. Richtig so. Ich sag Ihnen schon, wenn Sie was falsch machen. Wiedersehen, Arnold. Lasowski, ich finde das falsch, was Sie mit mir machen. Vielleicht haben Sie sich nicht richtig überlegt. Sie gehen einfach auf mich los. Ja, warum? Wegen des armen Korska? Weil er Ihr Schwager war und mein Freund? Das können Sie wohl nicht verstehen, was? Nein. Nein, das kann ich nicht verstehen. Ich frage mich, ob Lasowski Korska überhaupt kannte. Das heißt, gut genug kannte.
Auch Korska hatte einige Möglichkeiten mehr, als Sie wissen. Hören Sie auf mit dem Geschwätz. Lassen Sie ihn doch reden. Ja, warum wollen Sie das eigentlich nicht hören? Sie haben beide Vorstellungen von gewissen Menschen, die einfach nicht stimmen. Wasowski weiß überhaupt nichts. Nicht mal von seiner Schwester weiß er, wer sie ist. Sie sollen aufhören. Wir haben was verloren. Aussteigen. Ich weiß nicht, Lasowski, ob Sie genau wissen, in was Sie sich da eingelassen haben. Warum wollen Sie unbedingt auf der Seite der Leute stehen, die verlieren? Sie könnten morgen so viel Geld haben, wie Sie brauchen. Und so leben, wie Sie wollen, wo Sie wollen. Sie uns diesen Mann vom Hals. Nein? Ich wollte Ihnen eine Chance geben. Aber Sie sind genauso eigensinnig, genauso halsstarrig wie Korska. Haben Sie das gehört? Ja. Verdammt! Stehen bleiben! Sie stehen! Halt! Stehen bleiben oder ich knall Sie ab! Stehen bleiben! Schweine, ich hab's doch gewusst! Hätte ich euch doch bloß! Drasch bi hel. Lazem mayit. Drahet el mahat fisa fisa el mahat. Hak.
Auf der Fisch. Da hab det gehalt schon. Au, hei. Haut gehalt weg, hei. Sieh hier. Sie hätte ich nicht erwartet. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Und schon gar nicht, dass Sie mir helfen. Nehmen Sie den Arm um meine Schulter. So. Steigen Sie ein. Wo kommen Sie her? Aus Tunis. Haben Sie mich zufällig gefunden? Nein. Ich habe Sie gesucht. Sie haben mich gesucht? Ja. Das verstehe ich nicht. Steigen Sie ein, damit wir hier wegkommen. Für mich sind Sie immer noch ein Mörder. Wahrscheinlich haben Sie meine Frau umgebracht. Ich habe sie nicht umgebracht. Und was Sie sonst noch von mir wissen, lieber Freund, es wäre besser, Sie vergessen es. Wir müssen Lasowski mitnehmen. Lasowski liegt nicht mehr da. Die Strecke ist befahren, als Sie glauben. Man hat ihn längst gefunden. Wo bringen Sie mich hin? An einen Ort, wo Sie sich wieder erholen können. Sie sehen wirklich schrecklich aus. Was nun? Ich bringe Sie zu jemandem, der Sie unbedingt sprechen möchte. Passt. Ja. Ah ja, und wer ist das? Ein Mr. Johnston. Ach. Sie haben anscheinend den Namen schon gehört. Ja, Vogt hat ihn mal erwähnt. Er ist sein Arbeitgeber. Was will er von mir? Was er will? Er möchte wissen, was eigentlich passiert ist in Istanbul. Von mir? Das wissen Sie doch viel besser als ich. Warum sagen Sie es ihm denn nicht selber? Und vergessen Sie dabei ja nicht, Ihren Anteil an den Ereignissen zu erwähnen. Er will es aber von Ihnen hören. Ich glaube, Sie haben gewechselt, Von Minotti zu Mr. Johnston. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte Sie in der Wüste gelassen. Das war wahrscheinlich ein großer Fehler, ja. Wollen wir langsam gehen? Wir fahren mit meinem Wagen. Entschuldigung. Ja, bitte. Danke. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass ich hier bin. Wer war das? Dr. Vogt. Er erwartet mich unten. Haben Sie was dagegen, wenn ich mit ihm spreche? Das ist Ihre Sache. Dr. Vogt? Wissen Sie, wo Müller ist? Nein, wissen Sie es denn nicht? Er ist heute Nacht geflüchtet. Geflüchtet? Aber das war wohl vorbereitet. Jemand hat ihm dabei geholfen. Wer? Irgendjemand. Irgendjemand hat Lasowski erschossen und Müller in Sicherheit gebracht. Ja, wer denn? Ich nehme an, das waren Sie, Dr. Vogt. Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Ich bin geflogen. Wir haben eine direkte Flugverbindung nach El Borma. Wie könnte ich sonst so früh hier sein? Haben Sie keine Ahnung, wo Müller sich zurzeit aufhalten könnte? Nein. Ist denn gestern nicht alles besprochen worden? Ich verstehe die ganze Situation nicht. Hat er denn gar nichts gesagt? Irgendetwas, woraus man auf bestimmte Absichten schließen kann? Nicht das Geringste. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, man glaubt mir nicht, dass die Papiere nichts wert sind. Und darum brauche ich Müller. Ich brauche diese verdammten Papiere, um zu beweisen, dass sie nichts taugen. Monsieur Vassien? Vassien? Augenblick. Der Herr da draußen, der Richter. Merci, Monsieur.
Wer will ihn denn sprechen? Ich weiß nicht, Monsieur. Monsieur, was ist mein Gespräch für Sie? Danke. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Doktor. Hallo? Wo sind Sie? Haben Sie Zeit für mich? Ich möchte Ihnen gern sagen, wer der Mörder Ihrer Frau ist. Wo finde ich Sie? Gehen Sie einfach durch die Kasbah. Ich finde Sie schon. Es war Müller, nicht wahr? Fahren wir? Tut mir leid, später vielleicht. Warum laufen Sie denn weg? Man kann sich doch guten Tag sagen. Guten Tag. Sind die Geschäfte unter Dach und Fach? Wieso? Ich habe 3 Meter. Ich habe 3 Meter. Alles weit. Wo ist der Haupt?